2006 schon geschafft. Patricia Vogeler aus Windach am Ammersee. Die Jury kürte sie gemeinsam mit der TZ zum Model des Jahres. Für Patricia war es der Startschuss in die Modelkarriere. Denn der Hauptgewinn hatte es in sich. Erst ein Workshop und dann zum Shooting nach Kapstadt. Eine aufregende Sache für ein Nachwuchsmodel. Kapstadt fliegt mir ja nicht alle Tage hin. Und super schön war es dort, weil ich genau die Dinge, die ich eben in diesem Model-Workshop gelernt habe, auch anwenden konnte. Und super. Also ich fand es toll. Super. Seitdem hat sich viel verändert für die 20-Jährige. Dabei hat eigentlich alles ganz locker angefangen. Ich habe mich damals eigentlich relativ spontan beworben. Wir kamen gerade aus dem Urlaub und ich hatte dann einfach die TZ damals gelesen. Und dann hat mir eine Mutter zu mir gemeint, ich soll das doch mal ausprobieren und dorthin schicken. Ein paar Wochen später stand das TZ-Model des Jahres in Südafrika vor der Kamera. Der Zeitpunkt passte perfekt. Das Abi gerade in der Tasche, konnte Patricia sich jetzt voll auf die Modelkarriere konzentrieren. Ich habe die ersten Bilder für meine Setcard machen dürfen, was jedes Model ja eigentlich gerade am Anfang braucht. Ich wurde in eine gute Modelagentur in München, wurde ich dorthin vermittelt und ich habe damals, weiß ich noch, so einen Model-Workshop bekommen, wo mir halt so lauter Kleinigkeiten, die man halt einfach zum Start in so ein Model-Business wissen sollte, da wurden mir die beigebracht und ja, das war eigentlich eine ganz gute Grundlage. Dass die Hundeliebhaberin sehr natürlich und fotogen ist, erkannte auch Heidi Klum. Bei der Castingshow Germany's Next Topmodel kam Patricia unter die besten 20 Bewerberinnen. Das Highlight war eine riesige Modenschau. War natürlich aufregend, weil ich eine ganz große Show mitlaufen durfte in Barcelona. Und die war natürlich, abgesehen von den paar Mädels, die man gesehen hat, die natürlich absolut nicht laufen konnten, eigentlich eine sehr schöne Show, was leider gar nicht so rüberkam. Also es gab, glaube ich, nur große Größen und gerade Mädchen, die vielleicht Schuhgröße 37 oder so hatten, die hatten sich die Schuhe dann mit Klebeband an die Füße tapen müssen und sind trotzdem super gelaufen. Und das wurde natürlich nicht gezeigt. Und die Mädchen, die katastrophal liefen, die wurden dann natürlich rausgepickt. Mit hohen Schuhen muss sich Patricia in nächster Zeit aber nicht mehr rumärgern. Ab Herbst beginnt sie eine Ausbildung zur Mediengestalterin. Das Modeln rückt dann erstmal in den Hintergrund. Trotzdem ist sie gespannt, wer in diesem Jahr das Gesicht des Sommers wird. Ich glaube, es sollte ein außergewöhnliches Gesicht sein. Also vielleicht nicht so ein Durchschnittsgesicht, vielleicht irgendwie. Ich wüsste nicht mal, welches Alter. Also ich finde, jung wie alt, jedes Gesicht sollte irgendwo interessant sein. Vielleicht eine schöne Haut haben ist vielleicht wichtig. Und gepflegtes Äußeres oder schöne Zähne oder Haare. Es kommt, glaube ich, auf den Typ drauf an. Hauptsache, er sieht natürlich aus und ja, ist fotogen. Bewerben können sich Mädchen und Frauen ab 18 Jahren. Einfach ein Porträt und ein Ganzkörperfoto zusammen mit einem Lebenslauf an sommergesicht@tz-online schicken. Die Gewinnerin bekommt eine Mercedes B-Klasse. Auch für die Leser der TZ lohnt es sich, bei der Endauswahl abzustimmen. Unter allen Wählern verlosen wir einen Smart. Machen Sie also mit beim Gesicht des Sommers. Alle Infos gibt's nochmal auf TZ Online.